Hallo, schön, dass du wieder da bist. Du hast dir bestimmt das Intro-Video angeschaut und weißt nun, warum die Flächeninhaltsformel groß A ist gleich E mal F halbe lautet. In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie wir uns den Flächeninhalt anhand von konkreten Zahlen berechnen können. Lass uns gleich loslegen. Aufgabe 1. Von einem Deltoid sind beide Diagonallängen bekannt. E ist gleich 5,1 Meter. F ist gleich 4,4 Meter. Und gesucht ist der Flächeninhalt. Du musst nun in die Formel einsetzen. Und wenn du das berechnest, erhältst du, Groß A ist gleich 11,22 Quadratmeter. Das bedeutet, dass der Flächeninhalt dieses Deltoids 11,22 Quadratmeter groß ist. Das war doch ganz einfach. Wir haben für die Diagonalen E und F nur die gegebenen Werte eingesetzt. Schauen wir uns doch eine Textaufgabe an. Aufgabe 2. Ayla und Tom wollen für die Geburtstagsfeier ihrer Freundin Hannah Flugdrachen herstellen. Dazu brauchen sie Stäbe von 70 cm und 40 cm Länge für die Diagonalen des Drachens. Wie viel Quadratzentimeter Folie müssen Ayla und Tom kaufen? Du kannst jetzt das Video pausieren und wenn du fertig bist, deine Lösung mit meiner vergleichen. Wir vergleichen nun die Lösung. Welche Informationen haben wir? Wir wissen, dass eine Diagonale 70 cm lang ist und die andere 40 cm lang ist. Und gesucht ist der Flächeninhalt. Das heißt, wir wollen wissen, wie viel Quadratzentimeter Folie benötigen Ayla und Tom für einen Drachen. Rechts unten ist ein Drache abgebildet. Wir erinnern uns, dass eine der beiden Diagonalen länger ist als die andere. Und zwar ist das immer die Diagonale E. Die längere Diagonale E geht vom Eckpunkt A bis zum Eckpunkt C. In unserem Fall also ist die Diagonale E 70 cm und die Diagonale F 40 cm lang. Wir müssen nun unsere Werte in die Flächeninhaltsformel einsetzen. Und erhalten, Groß A ist gleich 1400 Quadratzentimeter. Wir wissen nun, dass Ayla und Tom 1400 Quadratzentimeter Folie für einen Drachen kaufen müssen. Hier musst du aber beachten, dass sie die Folie natürlich auch auf den Seitenstreben befestigen müssen. Das heißt, mit circa 1600 Quadratzentimeter Folie wären die beiden gut gerüstet. Super! Du hast es bestimmt korrekt berechnet. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wie lösen wir eine Aufgabe, bei der ich nur eine Diagonale gegeben habe, zum Beispiel nur F und den Flächeninhalt? Hast du eine Idee? Drücke auf Pause und überlege dir, wie du dir die fehlende Diagonale E berechnen könntest. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Aufgabe 3. Von einem Deltoid kennt man die Diagonale F. F ist gleich 4,5 cm und den Flächeninhalt,
Groß A ist gleich 20,25 Quadratzentimeter. Berechne dir die Diagonale E dieses Deltoids. Nachdem wir den Flächeninhalt und die Diagonale F des Deltoids kennen, die Diagonale E allerdings nicht, müssen wir die Formel so umformen, bis die Diagonale E allein auf einer Seite der Gleichung steht. Dazu multiplizieren wir zuerst beide Seiten der Gleichung mit 2 und erhalten 2 mal Groß A ist gleich E mal F und dividieren anschließend ebenfalls beide Seiten durch die Diagonale F. Wir erhalten 2 mal Groß A durch F ist gleich E. Geschafft! Nun setzen wir unsere Werte ein. Das heißt, E ist gleich 2 mal 20,25 dividiert durch 4,5. Unsere Diagonale E ist somit 9 cm lang. Wir wissen jetzt, die Länge der Diagonale E beträgt 9 cm. Ich verrate dir noch, wie du ganz einfach überprüfen kannst, ob du richtig gerechnet hast. Dazu musst du nur deine beiden Diagonalen E und F in die Formel einsetzen. Für den Flächeninhalt müsstest du 20,25 Quadratzentimeter erhalten. Das steht nämlich in unserer Angabe. Also, lass uns die Diagonalen in die Formel einsetzen. Also, 20,25 ist gleich, und wir setzen nun die Diagonalen ein, 9 mal 4,5 dividiert durch 2. Wir erhalten auf beiden Seiten 20,25. Wir wissen nun, dass wir richtig gerechnet haben. Das war doch gar nicht so schwer. Wenn du noch üben möchtest, dann schaue dir mein Mastery-Video an. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.